Hallo und herzlich willkommen zurück zum Monkey Island 3. Ja, ich bin wieder da. Es hat natürlich nicht aufgehört. Ich werde natürlich Monkey Island 3 zu Ende führen. Und wir sind hier ganz, ganz am Anfang. Und hatten eben, oder in der letzten Folge, eben ist hier in dem Falle sehr falsch, mit der Wahrsagerin geredet. Und jetzt weiß ich nicht, hatten wir hier schon die Sachen genommen? Ich glaube, die ja. Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Okay, war hier sonst noch was zu holen? Ich weiß, dass wir irgendwo Münzen herkriegen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Und damit können wir... Warte mal. Spielgeld. Kriegen wir das da rein? Kaugummi brauchen wir nämlich irgendwann. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Wow. Wow. Jawohl, wir haben Kaugummi. Alles klar. Dann verlassen wir jetzt mal die Wahrsagerin und begeben uns ins schöne Dörfchen, dessen Namen ich leider vergessen habe. Porto Poello oder so. Oder so ähnlich irgendwie. So hieß das. Oh, mal schauen. Ja, und ich habe den Timer gar nicht angemacht. Das sollte ich vielleicht mal tun. Wo sind wir? Ach, da unten. Warum kommen wir denn da unten raus? Ich dachte, man kommt hinten raus. Naja, egal. Hier geht's, glaube ich, zu dem Friseuren, oder? Willkommen, werter Herr, in der Barbierküste. Wo jeder Haarschnitt ein Abenteuer ist. Ei, wenn du ein Haarschnitt willst, dann musst du warten, bis ich mit Captain Rechelieu hier fertig bin. Seid ihr Jungs Piratenfriseure? Wir bevorzugen den Ausdruck Seeräuber-Haarstylisten. Großartig. Vielleicht könnt ihr mir helfen, diesen riesigen Diamantring zu finden, den ich suche. Diamantring? Ja, er soll enorm sein und er ist auf Blood Island. Blood Island? Nie davon gehört. Das ist echt eine lustige Geschichte. Ich muss den Fluch aufheben, der aus meiner Freundin eine massive Goldstatue gemacht hat. Massives Gold? Wartet eine Sekunde. Habe ich jetzt zu viel verraten? Wahrscheinlich. Tja, reden wir mal ein bisschen. Ah, ich verkack's mit der Steuerung gerade. Ahoi, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Klar bist du einer. Okay, dann, wer sind Sie? Edward van Helgen. Doch nicht der? Das ist richtig. Mein Name ist der von Piraten am meisten gefürchtete. Edward Kuschelhase van Helgen. Junge! Wie würde es Ihnen gefallen, meiner ständig wachsenden Schar von Piraten beizutreten? Deine Mannschaft? Warum sollte ich bei deiner Mannschaft mitmachen wollen? Es wird der absolute Knaller. Wir segeln nach Blood Island. Tut mir leid, Threepwood. So gern ich wieder draußen auf dem Meer wäre, so könnte ich doch niemals einem Kapitän dienen, der weder ein Gentleman noch mir ebenbürtig ist. Hoppala. Gentleman? Das bin ich durch und durch. Dann beweise es. Wenn du mich in einem Gentleman-Duell besiegen kannst, trete ich deiner Mannschaft bei. In Ordnung. Beginnen wir mit dem Duell. Nein, nein, nein. Da gibt es Regeln. Wenn du dich mit mir duellieren willst, musst du mich ausreichend beleidigen. Hm, okay. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Sie ein großer alter bettnässender Dummkopf sind? Nein, aber ich bin immer noch nicht beeindruckt. Hey, das ist ein hübsches Hemd. Wie lange sind Sie schon farbenblind? Oh, bitte. Okay. Ich möchte Sie nicht beleidigen. Warum können wir nicht einfach so loslegen? Ich wette, Sie haben Tonnen cooler Piratengeschichten auf Lager. Nein, danke. Kommen Sie, ich möchte wirklich einige davon hören. Es war das Jahr 1675. Wir hielten Kurs auf das Wrack der MS Dose. Unsere Tage waren erfüllt von den Liedern über die Reise und die unermesslichen Reichtümer, die uns an unserem Ziel erwarteten. Nach 2 Monaten unterwegs erkannten wir, dass etwas fürchterlich falsch war. Wurde Ihr Schiff mit einer Art Piratenfluch belegt? So nicht. Aber wir waren alle gleich verflucht. Wir wurden alle von einer Melodie getroffen. Einem teuflischen Lied, das ich niemals vergessen werde.
La 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 la. Hey, das geht irgendwie ins Ohr. Ei, viel zu einprägsam für eine 50-köpfige Mannschaft, eingesperrt auf einem Schiff, das hunderte Meilen vom Hafen entfernt ist. Keiner konnte an etwas anderes denken und viele warfen sich lieber in die See, als weiter dieses unablässige Summen hören zu müssen. Nur 8 von uns kehrten zurück. Die verdammte Reise der Obsessivo Compulsivo wird mich für immer verfolgen. Okay, das war... Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Das Monkey Island Lied, das habt ihr aber sicher erkannt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier unbedingt irgendwas machen können derzeit. Ich weiß, dass wir für den Kamm irgendwoher noch Läuse brauchen, die wir da drauflegen. Wir gehen mal wieder raus. Ich glaube, hier können wir derzeit nicht viel machen. So, was haben wir denn hier? Hier weiß ich, konnte man hinter die Bühne. Machen wir doch mal gerade. Doppelklick ist übrigens, dann sind wir schneller da. Kann man das öffnen? Zum Tragen ist er zu schwer. Du sollst ihn öffnen. Hey, es ist ein Aufkleber von Blood Island. Da steht, Blood Island ist für Bluter. Eine Mitteilung der Blood Island Tourismusbehörde. Vielleicht weiß der Besitzer dieses Koffers, wie man nach Blood Island kommt. Schauen Sie, wie ich das verschwinden lasse. Ich will die mystischen Kräfte des Huts... Kann ich den hiermit benutzen? Nichts in meinem Ärmel. Okay. Presto! Hey, es hat geklappt. Da ist etwas drin. Was ist das denn für ein Buch? Wie kann ich das benutzen? Es ist ein Buch über Bauchreden. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Bauchredenbuch? Wozu brauche ich das denn nochmal? Warte mal, ich glaube, hier gibt's die Läuse, oder? Sieht zu groß für mich aus. Tasche? Hier ist ein Handschuh drin. Ein Handschuh? Den nehmen wir doch. Sieht aus wie ein netter Mantel. Mit ein paar abgeblätterten, unansehnlichen Schuppen. Schuppen? Ich dachte, das wären Läuse. Das ist verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass Schuppen sich bewegen. Oh. Aha, jetzt sind's Läuse. Nehmen wir doch direkt mal. So, jetzt haben wir Läuse. Sehr gut, okay. Was haben wir hier oben? Es riecht, als würde etwas brennen. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal, irgend so ein Affe hat an diesen Schaltern herumgespielt. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Okay, die haben wir aber leider noch nicht. Gehen wir mal auf die Bühne. Da, wo wir hingehören. Komm schon, Schlappi, du musst es schaffen! Die Show beginnt heute! Hey! Ich bin ein gefährlicher Pirat. Wer bist du? Cromwell. Schlappi Cromwell. Es ist eigentlich nicht mein richtiger Name. Mein Agent sagte mir, dass mein richtiger Name keine Star-Qualitäten hätte. Wie ist dein richtiger Name? Rex Glückspilz, Abenteuersucher. Aha. Was ist das für ein saumäßig dämliches Gefasel, das du da probst? Aber das ist das Meisterstück des Barden. Glaubst du wirklich, dass es so schlecht ist? Ja. Oh, es ist so schlecht. Oh, ich wusste, ich hätte das Material nicht ändern sollen. Wie habe ich nur meine unselige Feder nehmen und sie wie eine Nadel durch die unbefleckte Dichtung des Meisters stoßen können? Du hast Shakespeare umgeschrieben? Ich wurde dazu gezwungen. Nicht eine einzige Person kam zu meinen Aufführungen. Oh, diese dummen, rohen Piraten! Nicht Mann genug, um sich mit ihrem sensiblen Innern auseinanderzusetzen. Also schrieb ich die gesamten Bücher neu. Ich konzentrierte die Brillanz von Jahrzehnten auf eine 45-Minuten-Revue. Spear, ein Theatermädling. Psycho! Warst du auf Blood Island? Aber natürlich. Blood Island war einst der Ort, an dem man als Künstler in der Karibik sein musste. Das waren noch Zeiten. Wir waren jung und wild. Wir setzten neue Maßstäbe für unsere Kunst. Oh, welch riskante, gewagte Darbietungen wir gegeben haben.
Wir hatten keine Angst, die zähen, anspruchslosen Sinne unseres Publikums zu schockieren oder zu beleidigen. Oh, was habt ihr gespielt? Hauptsächlich Pippi Langstrumpf. Kannst du mir sagen, wie ich Blood Island finden kann? Mein Agent Placido Domingo kümmerte sich immer um die Reisearrangements. Er wüsste schon, wie man dorthin kommt. Irgendeine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Er ist ein Mitglied des Brimstone Beach Club hier auf Plunder Island. Vielleicht erwischst du ihn da. Okay. Fahre fort. Dann töte ich Cäsar, gefolgt von einem kleinen, weichen Schuh. Ich brauche keine Planke zum Gehen. Ich erinnere mich. Also, wie bist du in dieser Show gelandet? Ich bin eigentlich eher ein Statist. Aber was ich wirklich will, ist Schauspieler. Die Leute nehmen dich einfach nicht ernst, wenn du nur ein Statist bist. Wie überraschend. Ja, nicht wahr? Hals- und Holzbeinbruch. Danke. Ein Pirat mit einem anderen Namen würde immer noch stinken. Weitermachen. Das heißt, wir gehen mal wieder raus. Ich glaube, hier auf der linken Seite ist ein Restaurant mit einem sehr, sehr lustigen Menschen. Als Kind habe ich mich kaputt gelacht, als ich ihn gesehen habe. Ah, hier hängt ein Zettel. Den gucken wir uns noch an. Oh, die Steuerung. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Okay. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung wofür. Gehen wir mal rein ins Lokal. Haben Sie eine Reservierung? Der mit seinem einen Zahn da vorne. Den brauchen wir nämlich auch irgendwann, den Zahn. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Kein Reservierungsbeleg, was? Dann raus mit Ihnen! Verdammt. Kann man denn... Haben Sie eine Reservierung? Nee, ich kann nichts machen. Nein. Kein Reservierungsbeleg, was? Der Weg muss frei bleiben für zahlende Kunden. Na gut, dann können wir hier erstmal nicht rein. So, was war hier? Die Blüten, die kann man nehmen, aber ich weiß nicht, ob wir es ohne Schere hinbekommen. Sie ist mit der Kletterpflanze verwurzelt. Ich kann sie nicht einfach pflücken. Das habe ich befürchtet. Ah, und hier ist, ach ja, der Limonadenverkäufer, der später Kanonen verkauft. Na, mein Sohn, hast du schon geöffnet? Oh Junge, mein erster Kunde. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hi, mein Name ist Kenny. Kenny Faulzahn. Es wäre toll, wenn Sie etwas von meiner Limonade kaufen würden. Kostet nur einen Fünfer. Und das Allerbeste ist mein bodenloser Krugtarif. Das klingt nach einem guten Geschäft. Ist die Limonade gut? Oh, aber natürlich. Es ist ein sehr gesundes Getränk. Sogar noch besser für Sie, als Blutegel auf die Zunge zu legen. Hui. Ich würde gerne etwas Limonade kaufen. Sicher. Wir haben einen bodenlosen Krugtarif, wissen Sie? Das macht einen Fünfer. Wir haben doch überhaupt kein Geld, oder? Hat er dem jetzt Spielgeld gegeben? Hey, in diesem Krug ist kein Boden. Gib mir mein Geld zurück. Tut mir leid. Ich habe Ihnen von unserem bodenlosen Krugtarif erzählt. Und es gibt keine Rückerstattungen. Du Kleiner. Danke. Kommen Sie wieder. Ja, das werden wir mit Sicherheit. Okay. Wir müssen mal irgendwie jetzt mal in den Barbiershop nochmal zurück, denn wir brauchen... was brauchen wir eigentlich da? Die Schere, genau. Die hängt nämlich da an der Decke, glaube ich. Schauen wir mal. Während das hier so schwenkt, die Kamera ruckelt das. Kann das sein? Keine Ahnung warum. So. Nehmen wir die mal. Aber ich glaube, das geht so nicht. Ich komme nicht ran. Genau. Und jetzt müssen wir nämlich die Läuse auf den Kamm legen. Dann geht nämlich der Herr, hoffe ich, weg. Heilige Pest! Sie sind von den Haardämonen besessen!
Wovon redest du? Das verfluchte Kopfungeziefer, die Geißel jedes hygienischen Seemanns auf den sieben Meeren. Das ist gelogen. So wahr ich hier stehe, sie tummeln sich auf ihrem Skalp wie ein Haufen elender Seelöwen. Guter Vergleich. Das erfordert drastische Maßnahmen. Ich hol den Kahlmacher. Na na, lasst uns nicht zu voreilig sein. Voreilig? Das ist ein schlechtes Zeichen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss amputieren. Nein, nein, du wirst mein A ruinieren. Ja. Okay, wir sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island. Bis dahin, macht's gut.